Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Und Stan Lee hat sein Cameo auch hier drin. Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schulz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettho-Fall wieder in Rikers. Ich drücke immer den Falschknopf. Ich wollte wieder einmal kurz hierhin. Wir haben den Negativanzug. Natürlich brauchen wir dafür leider Forschungsmarken. Ich würde dann jetzt auch noch den Classic Suit mal freischalten, um mit dem ein bisschen rumzuschwingen. Hier haben wir auch neue Sachen bekommen. Brauchen wir alles Forschungsmarken. Also müssen wir ein bisschen weiterkommen, wie wir gerade noch schon sind, um die Sachen freizuschalten. Geräte. Oh ja, hier können wir noch Sachen freischalten. Das ist natürlich sehr schön. Ich würde mal Aufprallnetze einmal upgraden. Forschungsmarken brauchen wir. Und wir müssen so langsam anfangen, Verbrechermarken wieder zusammen, also Verbrechen aufzuhalten. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Sagen wir... Was für Marken kriegen wir hier? Basismarken. Ich würde jetzt auf dem Weg dahin ein paar Verbrechen vielleicht stoppen, um mal ein paar Verbrechenmarken zu sammeln, aber die Fistdinger lasse ich noch kurz mal sein. Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde, bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Sagen Sie was, Doc. Bis bald. Officer zum Tatort. Zeuge meldet Drogendeal. Bitte nach Madison. Da geht's hin. Typisch New York, dieser elende Drogenhandel. Guten Tag. Und hey alle Jungs, hab's. Habt ihr Rezepte für das Zeug? Das war so ein Ding. Was sollen wir tun? Jetzt kommen natürlich die Freunde. Nur noch an hier. Halt Schuhe aus! Und das war's. Den Dealern die Seele aus dem Leib zu prügeln, ist meine Antidroge. Ach ja. Ich muss abhauen, bevor die Cops da sind. Man weiß nie, wie sie auf mich reagieren. So, jetzt mal gucken. Ach, wir können auch noch eine Fertigkeit. Was brauchen wir noch? Forschungsmarken. Ah, die Fertigkeit. Die Fertigkeit habe ich noch vergessen. So.
Okay. Ja, die großen Waffen ihn ab. Achso, das kostet 2. Okay, dann machen wir erst hier oben alles fertig und dann fangen wir unten das unter zu sammeln. So. Braucht sofort Verstärkung bei Verfolgungsjagd. Bitte melden. Bitte nach Madison. Den holen wir uns auch. Das nennt man eine Highspeed-Verfolgungsjagd. Auf die Seite. Jetzt. Verschwinde. Ist nur eine kleine Vergnügung. Den holen wir uns auch noch. Oder auch nicht. Keine Gewalt anwenden. Willkommen zurück, John. Willkommen zurück. Entschuldigung. Meine Getränk ist gerade genau vom Chat. Kein Handy am Steuer. Ups. Und getroffen. Junge. Was ist drin? So. Das Auto ist gestoppt. Und alle ab. Bieten Autoversicherer noch keine Spinnfädenprämie an? Brillante Idee, muss nur umgesetzt werden. Und jo, dann weiter geht's zu Mission. Sollte mal Getränken kurz vom Chat da wegnehmen. So. Alle hopp. Guten Tag. Du kennst das ja. Hey, Jungs! Die Knarre im Anschlag ist aber nicht gerade höflich. Boah. Nerven, das ist aber schon, weil ihr... Ich habe die Gangster weiter auf die Fresse gehauen und mache mich jetzt gerade weiter auf dem Weg zur Mission. Also viel ist nicht gerade passiert. Ihr habt nicht viel verpasst. Wir wissen, dass sie da drin sind. Es wäre jetzt nerviger gewesen, wären wir mitten in einer Mission gewesen. Oder im Video oder was auch immer. Wir gehen zuerst zur Schlägerei, bevor wir hier zur Hauptmission. Achtung, Überfall! Ich muss ihn stoppen! Aua! Ratet mal, was ich von jetzt bin ich natürlich halt raus aus dem Konzept, wo ich gerade war. Gib mir deine Waffe. Lebe durch Prügel, sterbe durch Prügel. Aber das war genau das, was ich dir mal gesagt habe, John. Der Stream bricht einfach irgendwann ab. Weiß nicht, ob irgendwas vielleicht bei meinen OBS-Einstellungen sich verschoben hat, wie wir sie mal eingestellt hatten. Dass wir die vielleicht nochmal wieder einmal gemeinsam sollten vielleicht überprüfen. Dass da vielleicht durch ein dummes Update oder ein Absturz sich irgendwas geändert hat. Aber ja. Das hatte ich in letzter Zeit
ziemlich oft genau dieses Problem wie jetzt gerade. Okay. Hi, Herman. Echt jetzt? Ich glaube, Herman ist nicht so glücklich, uns zu sehen. Du wirst mich nie fangen. Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun. Mach dich so langsamer. Wow, wie überaus nett. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Komm schon, Herman. Red zumindest mit mir, Kacke. Damit es interessanter wird. Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Notiert. Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Kacke. Ich hab genug gesagt. Los, los, los! So. Komm schon. So. Nochmal erwischt. Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Und später. Das haben wir doch noch gut geregelt wieder. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Ja, wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, was da das Problem ist. Ich hab wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht dein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Also ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wieso da manchmal der Stream einfach abbricht. Und es einfach Kacke ist, weil meine Internetverbindung ist komplett da. Dann vielleicht reden wir wieder. Cool. Vielleicht wirklich eine falsche Einstellung bei OBS. Mal gucken. Vielleicht muss ich die ja mal nochmal überprüfen, aber eigentlich dürfte da alles okay sein. Oh, mein Stream hat überlebt, so lange, wo ich aus Klo war. Das ist ja mal schön. Dass er das schafft. Also überrasch mich.
Und danke für das WBchen. Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay, keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. So, dann, gehen wir zur Entgiftungsklinik. Aber Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Wir sehen sehr professionell aus in unserem Homecoming-Suit. Jemanden, dem man vertrauen kann. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto rausgeht, schlechter Winkel. Ist mein Leben muss verbrannt. Gerade drauf. Dann rück raus mit den Plänen. Sehr schön. Hab dich! Sieht gut aus. Denk dran, wenn du petzt. Also ich würde nichts auf dem Foto erkennen, aber ja. Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Ups. Okay, so. Ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Das immer auf der richtigen Spur zu bleiben, ist gar nicht so einfach. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Hallo? Danke. Oder auch Zeit. Hast du sie? Ja. Sobald er das Foto sah, gab es klein bei. Das ist perfekt. Rigo ist ein Weichei. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. So. So gefällt mir das. Ich mag diese Spidey-Position so, wenn es so da hängt, das mag ich nicht warten lassen. So sehr, das finde ich immer so cool. Ding aller Zeiten. Aber halt. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Oh, oh. Oh. Steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen Sie mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangster-Filme. Klingt so. Ich lasse Sie wissen, was ich finde. Junge, nicht so schnell. Oh, oh. War ich zu schnell? Okay. Hätte einfach weiter schwingen sollen. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Ja, ich laufe gerade ein Dach hoch, aber ja. Ich
Er geht zu diesem Bürogebäude. Hallo. Das kann ich verkaufen. Ich hab die Pläne, Boss. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Was muss ich? Ich dachte, ich muss das Whiteboard fotografieren. Ja. Roman soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Ach so, man kann auch von hier. Okay. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Jetzt ist das verdeckt wegen dem einen Fenster. Verarsch mich. Ihr verarscht mich. Roman ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Und alle ab. Was zur Hölle? Spider-Man? Guten Tag. Hier, hallo. Beste. Das Auto wäre gestoppt. Sehr schön. Und genau das dachte ich mir, dass ihr dann stehen bleibt. Hier, du hast deine Tür vergessen. So. Eigentlich ich easy. Liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey Carmen, der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er von mir weit mehr Angst haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. So, der Stream läuft noch. Ich habe das nur kurz mal überprüft. Ja, man wird so ein bisschen, ich will nicht sagen ängstlich, aber man überprüft einfach irgendwie alles zehnmal. Nach der Mission wechseln wir wieder unser Kostüm, ne? Das ist jetzt hier schon Standard im Stream. Ja, man wird paranoid, genau. Genau, man wird paranoid. Man prüft es dauernd, ne? Man guckt immer wieder, man konzentriert sich schon nicht mehr wirklich auf das Gezocke. Man guckt dauernd so rüber, so läuft es noch. So, jetzt gehen wir wieder zur Hauptmission über, würde ich sagen. Das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm. Bam, 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 bam. Ich liebe New York. Und ich liebe auch die Stadt im Dunkeln. Das ist so cool. Anschuldigungen von MacDonald, MacGargan, alias Scorpion wären. Wie bereits dargelegt, habe ich das Experiment, ihm übernatürliche Stärke, Tempo und einen Cyborg-Schwanz zu verleihen, finanziert. Wir wollten einen Anti-Spider-Man erschaffen, der keine Bedrohung ist und Quergeister stoppt.
Ich wusste nicht, dass er irre ist. In seinem Lebenslauf stand nicht Psychopath mit Vergiftungsfetisch. Seine Klage ist nur ein Versuch, seine Strafe im Raft zu verkürzen und mich für seine Taten verantwortlich zu machen. Und dagegen wehrt sich J. Jonah Jameson. Ach ja. J. Jonah Jameson, was würden wir ohne ihn machen? Alle Einheiten, oh. Verfolgungsjagd gemeldet. Haben einen Vorfall in Dutchtown. Over. Den holen wir uns noch. So, mein Paranoid, ich wieder einmal gucken. Da sieht noch alles gut aus. Schläft der Typ auch mal? Jameson? Nein, der schläft nie. Er hat nichts zu schlafen. So wie der sich immer aufregt, kann der auch nicht schlafen. Mit einem Puls auf 100. Dauernd oder beziehungsweise 200. Für Fahrschulen. Das Fahrzeug ist nicht zugelassen. Es hat kein Kennzeichen. Halten Sie an! Guten Tag. Junger Mann, ich halte den Wagen jetzt an. Schnapp Sie, Spider-Man. Wir haben keine Leute mehr. Jetzt haben die mich runter. So. Scherz hier, Leute. Ich muss das beenden, bevor jemand verletzt wird. Komm schon, Junge. Du willst es auch. Und du willst es auch. So. Oh. Noch mehr? Für Verbrecher haben die wirklich viele soziale Kontakte. Oh nein, der Dicke. Zwei Dicke. Oh nein. Halt still, du Zwerg! Ich bin kein Fan von denen. Ich breche aus! Willkommen zu... So eine Verfolgungsjagd hält einen ganz schön auf Trab. Das hätten wir geregelt. Auf meine Art. So, jetzt geht's wieder zu Fiest. Ding. Ups. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Aber wir schlafen auch nie. Der Move ist geil, ja, den mag ich auch. Überall die Netze sofort so hin. Zack, 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 zack. Besonders bei den Dicken. Ich hasse die Dicke. Wir schlafen aber auch nicht, weißt du? Wir sitzen jetzt da gechillt mit unserem Bagel. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Oh, hier konnte ich wieder was sagen. Guten Tag. Darf ich jetzt mitspielen? Alles in Ordnung bei euch? Der Idiot denkt, ich ziehe bei meiner Tochter ein. Hey, das wäre toll. Sie hat nicht gefragt. Und wird sie auch nicht. Ich gehe nirgendwo hin. Das weißt du nicht. Niemand weiß das. Tja, ich gehe nirgendwo hin. Das ist ein Versprechen. So. Ein bisschen Ecknock. Mehr in Weihnachtsstimmung hier. So, ja, die fetten, also die großen Dicken da sind sowas von ätzend. Und die mit den... ja gut, mit den Schildern geht noch. Oder diese mit diesen Elektrostäben hasse ich auch. Solange, wo man ihnen die Waffen noch nicht wirklich abnehmen kann, ist das ziemlich nervend. Frag mal nach Nasenpflastern. Du schnarchst wie ein Walross. Ich muss nach oben, okay. War ich doch schon auf dem richtigen Weg. Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen.
Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Warum nicht? So, meine Paranoia habe ich auch kurz wieder gestillt. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Ich sollte auch vielleicht die Treppe wieder runter, wo ich hochgekommen bin. Ich glaube nicht, dass ich einfach so da hinten darf runterspringen. Oder, da hinten war auch eine Treppe. Naja, egal. 6 Monate nüchtern. Hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. So. Jetzt bleiben wir aber noch ein bisschen in dem Anzug. Das war jetzt ja keine Action in dem Anzug.